Hörspiele Deutschland wünscht dir jetzt viel Spaß beim Hörspiel. Über ein Abo und ein Like würde ich mich freuen. Banzai ist das Wort, bei dem in Amerika alle Freunde schneller Autos glänzende Augen bekommen. Banzai ist das Wort für Hochgeschwindigkeitsrennen, Rennen bei Nacht. Auf den Straßen der Stadt, wo eigentlich nur 50 gefahren werden darf. Zum Banzai treffen sich junge Leute. Und auch ältere Autonarren, die bisher noch nie erwischt worden sind. Es ist Nacht in Los Angeles. In einer stillen Seitenstraße im Industriegebiet steht ein roter Porsche. Am Steuer ein Mann, er wartet. Da biegt plötzlich ein zweiter Wagen um die Ecke. Ein Wagen, wie man ihn noch nie gesehen hat. Ein Einzelstück. Er rollt neben den roten Porsche und hält. Komm, steig aus, Schätzchen. Okay. Hallo, Mark. Das ist also der Dagger DX. Ich dachte schon, er würde nur in deiner Fantasie existieren. Du wirst schon früh genug merken, wie real er ist. Aber wir können gern den Einsatz erhöhen, wenn du noch Zweifel hast, Jack. Oh nein. 50 Riesen sind genug. Ich sehe erwachsene Männer nicht gern weinen. Das Rennen geht über 3,8 Meilen, Stacy, Schätzchen. Meinst du, du kannst dich anderthalb Minuten allein beschäftigen? Wenn du mir versprichst, heil zurückzukommen, dann ja. Ach, ich bin ein Mann mit 1000 Leben. Dann heb eins für mich auf, ja? Ich mach was Besseres. So? Ich heb sie dir alle auf. Oh. Gibst du das Startzeichen? Gern. Bist du bereit, Jack? Jederzeit. Dann los! Mit qualmenden Reifen rühren die beiden Wagen los. Schon in der Kurve zieht der Dagger DX an dem roten Porsche vorbei. Doch der lässt sich nicht abhängen und drängelt sich in der zweiten Kurve wieder an seinen Kontrahenten vorbei. Fast nebeneinander rutschen die beiden Wagen um die letzte Kurve und rasen in die Zielgerade, an deren Ende Tracy steht und ihm mit leuchtenden Augen entgegensieht. Und da passiert es. Im System des Eigenbaus Dagger tritt ein Fehler auf. Die Bremsen versagen. Schlingernd schießt der Sportwagen auf das Mädchen zu. Um Himmels Willen. Meine Bremsen haben versagt. Warum hat sie auch hier noch rumgestanden? Ist sie tot? Nein, nein. Wir müssen die Polizei holen. Bist du verrückt geworden? Aber... Pass auf. Fahr nach Hause. Besauf dich. Dieses Rennen hat nie stattgefunden. Hast du verstanden? Ja, ja. Ich kümmere mich um alles. Hau jetzt ab! Am nächsten Morgen fährt ein schwarzer Wagen Richtung Los Angeles, der sich gerade mit seinem Fahrer über das Footballspiel am kommenden Sonntag unterhält. Das heißt, genauer gesagt, liest er ihm aus der Zeitung vor. Nach Meinung von Trainer Berger werden seine Coogans keine Probleme mit den Mustangs haben. Ja, und genau darum setze ich auf die Mustangs. Immer wenn Berger auf den Putz haut, verliert sein Team. Das war immer so. 22 Männer in lächerlicher Kriegsausrüstung, die sich gegenseitig niederschlagen, nur um an eine luftgefüllte Blase aus Schweinsleder zu kommen. Es gibt einige menschliche Bräuche, die mich verwirren, aber Football ist mir ein totales Rätsel. Weißt du, Kid, mit Football ist es ähnlich wie mit Buttermilch. Entweder du magst sie oder du magst sie nicht. Michael, wenn Sie schon ein Millionen-Dollar-System dazu benutzen, eine 25-Cent-Zeitung zu lesen, dann bitte nicht nur den Sportteil. Wenigstens die Titelseite sollte mit drin sein. Sie müssen doch wissen, was in der Welt passiert. Okay, lass hören. Das klingt schon besser. Irgendwas Lokales. Einverstanden. Hier zum Beispiel, hier haben wir etwas.
Von einem flüchtigen Fahrer schwer verletzt wurde Stacy C. in der Nacht von... Stacy? Hast du ein Foto von dem Mädchen? Ja, es ist ein Foto dabei. Bitte sehr. Verdammt. Kennen Sie das Mädchen, Michael? Ja, ich kannte sie mal vor langer Zeit. Los, Partner, in welchem Krankenhaus liegt sie? St. John Memorial. Los. Im St. John Memorial wandert ein aufgeregter Vater vor dem Zimmer seiner Tochter auf und ab. Diane, Stacys Freundin, ist bei ihm. Mr. Courtney, Stacy ist eine Kämpfernatur. Sie wird durchkommen. Ja, ja. Ich muss jetzt zurück ins Stadion. Natürlich, geh nur. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Dr. Elmont, bitte melden Sie sich in der Chirurgie. Dr. Elmont, bitte in der Chirurgie melden. Sergeant Courtney. Lieutenant, was wollen Sie? Wie geht es ihr? Wieso? Was haben Sie mit meiner Tochter zu tun? Ich bin ein Freund. Ich kann mich nicht an Ihr Gesicht erinnern. Wie ist Ihr Name? Knight. Michael Knight. Haben Sie eine Ahnung, wie das passiert sein kann? Nein, Sir. Ich wünschte, ich wüsste es. Ich würde Ihnen gern helfen. Ich brauche keine Hilfe. Aber ich würde... Danke. Auf dem Weg in die Foundation wird Michael von Devon angerufen. Michael, ich habe Sie schon vor einer Stunde erwartet. Was auch immer es ist, Devon, es muss warten. Bitte? Ich verstehe Sie nicht. Tut mir leid, ich bin ein bisschen durcheinander. Wieso? Erinnern Sie sich an Jim Courtney? Courtney? Der war Ihr Partner, als Sie noch bei der Polizei waren. Ja, aber als Anfänger hat man eigentlich keinen Partner, sondern eher einen zweiten Vater. Und das war Jim für mich. Was ist passiert? Seine Tochter hatte letzte Nacht einen Unfall. Fahrerflucht. Das tut mir sehr leid, Michael. Aber offen gesagt verstehe ich nicht, inwiefern das Ganze unsere Arbeit behindert. Wer es auch war. Er hat sie einfach auf der Straße liegen lassen. Und ich werde herausfinden, wer es war. Und dann wird er für das, was er getan hat, büßen, Devon. Er und nicht Stacy. Gut, Michael. Ich verstehe das. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Danke, Devon. Das werde ich tun. Kit? Ja, Michael? Ruf den Polizeibericht von Stacys Unfall ab. Sofort, Michael. Im Footballstadion trainieren unterdessen die Cheerleaders der Los Angeles Cougans, zu denen auch Stacy gehört. Als Diane kommt, wird sie gleich vom Besitzer des Teams abgefangen. Mark Taylor wirkt angespannt. Diane? Ja, Mr. Taylor? Wie geht es ihr? Irgendeine Veränderung? Nein, ihr Zustand ist immer noch kritisch. Was ist überhaupt passiert? Was hat sie eigentlich im Industriegebiet gemacht? Wie meinen Sie das? Sie war doch bei Ihnen. Sie wollte doch Ihr Ballettstipendium mit Ihnen feiern. Ja, bis 10 Uhr. Oder Viertel nach 10. Hat sie dir das nicht gesagt? Was gesagt? Ich bekam einen dringenden Anruf aus Dallas. Wir hatten auch nicht gegessen. Ich wollte sie nach Hause fahren. Aber sie hat gesagt, sie würde dich anrufen. Aber das verstehe ich nicht. Diane, du wohnst doch mit ihr zusammen. Du musst doch was wissen. Sie hat nicht angerufen. Ich wusste bis jetzt auch nicht, dass Sie nach Dallas gefahren sind. Der Gedanke, Sie zu verlieren... Ich werde doch verrückt. Ich würde gerne ins Krankenhaus fahren, aber wenn die Reporter dahinter kommen... Ich komme mir so feige vor. Sie können gar nichts tun, Mr. Taylor. Denken Sie an Stacys Vater. Wenn der rauskriegt, dass sie mit einem verheirateten Mann zusammen ist... Ja, ich glaube, du hast recht. Am besten bleibt das unser Geheimnis. Deins, meins und Stacys. Okay? Ja. Es
Zur gleichen Zeit treffen Kit und Michael am Unfallort ein. Irgendwo mitten im Industriegebiet von Los Angeles. Hier muss es passiert sein, Michael. Okay, dann untersuch mal die Bremsspuren. Die sind ziemlich breit, 2x4. Das heißt, es waren 2 Wagen. Die Reifen sind aus sehr teurem, kaltgewalztem Gummi hergestellt. Sie werden in der Formel 1 benutzt und nach jedem Rennen ausgrangiert. Naja, aber das ist hier doch keine Rennstrecke, oder Kumpel? Sicher nicht, aber können wir es hier nicht mit ein paar ausgezeichneten Hochgeschwindigkeitsfahrern zu tun haben? Banzai. Der Geschwindigkeitsrausch für Männer, die schon alles haben. Warte mal. Hier ist was. Kit, mach mir eine Analyse von dem Farbpartikelchen. Sofort, Michael. Der Lack ist ausländischer Herkunft und sehr ungewöhnlich. Das dauert ein Weilchen. Die Leute hatten Rennreifen aufgezogen. Vielleicht verwenden sie dann auch Rennbenzin. Gib mir mal eine Liste, wo hier in der Gegend Nitromethan verkauft wird. Super. In dieser Gegend gibt es nur eine Verkaufsstelle, Michael. Na, eine reicht doch, Kumpel. Nicht zieh hin. Kurz darauf erreichen die beiden eine Anlage, die eher einer Festung gleicht. Club oder so. Also nach Ihren Schildern zu urteilen, scheinen Sie nicht besonders freundlich zu sein. Betreten absolut verboten, keine Ausnahme. Naja, das ist schon okay, Kumpel. Wir machen ja auch keinen Höflichkeitsbesuch. Passen Sie lieber auf, Michael. Wer weiß, was Sie hinter dem Zaun erwartet. Ja, das will ich ja gerade rausfinden. Mal sehen, wo hier... Das war aber ziemlich knapp. Behandelt man so einen Rennfahrerkollegen? Da Sie sprechen können, nehme ich an, Sie können auch lesen. Unbefugten ist der Zutritt verboten. Oh, tut mir leid. Ich hatte gehofft, ein paar von den Jungs hier zu treffen. Ich suche andere Banzai-Fahrer. Dann sind Sie hier an der falschen Adresse. Banzai-Rennen sind illegal, das wissen Sie doch. Hey, mit mir können Sie doch offen reden. Wie sagt der Boss immer? Wagen wie der hier müssen Rennen fahren. Hände weg! Da vorne das E auf der Motorhaube, was bedeutet das? Das steht für, entweder gehen Sie sofort oder ich hole auf der Stelle die Wachen und die schmeißen Sie dann raus. Also? Es war mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Wir sollten uns irgendwann mal wieder treffen, oder? Tja! Von diesem Emblem auf der Motorhaube, Kit. Schon geschehen, Michael. Und ich weiß auch schon, was es bedeutet. Na, dann raus mit der Sprache. Sie nennen sich Elitefahrer. Der richtige Name für einen Haufen Rohlinge, die es ständig bis zum Äußersten treiben. Vielleicht interessiert es Sie, dass Ihr Präsident auch die Los Angeles Cougars besitzt. Mark Taylor. Tja, wenn es um Football geht, kennen Sie sich wirklich aus, Michael. Mark Taylor beobachtet im Stadion das Training seines Teams, als er Besuch bekommt. Jack, sein Gegner bei dem verhängnisvollen Banzai-Rennen, ist ziemlich aufgeregt. Mark, vielleicht sind Sie uns schon auf der Spur. Ich bin gerade aus dem Club angerufen worden. Der Donner sagt, ein Typ mit einem schwarzen Trans Am, ein Michael. Knight, ich habe denselben Anruf gekriegt. Jetzt bloß keine Panik. Das ist das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können. Mark. Stacys Zustand ist immer noch äußerst kritisch. Wenn sie stirbt, sind wir Mörder. Wir müssen das unternehmen, bevor es zu spät ist. Jetzt beruhige dich. Bitte sieh dich hier mal um. Alles, was du hier siehst, gehört mir. Und noch einiges mehr.
Denkst du, ich hätte das alles bekommen, wenn ich mich nicht auch um Kleinigkeiten gekümmert hätte? Sicher, Mark, aber... Glaub mir, es ist teuer. Aber unser Alibi ist wasserdicht. Und was ist mit Stacys Vater? Warum hast du mir nie gesagt, dass er Polizist ist? Viele Menschen muss ich kaufen. Aber auf Freunde wie dich zähle ich blind. Ach, spar dir doch das Geschwätz. Hier geht es nicht um ein kleines Banzai-Rennen. Hier geht es um ein Verbrechen. Ach, du übertreibst. Du wärst bereit, dich öffentlich auf dem Sunset Boulevard hinrichten zu lassen. Ein Geständnis würde uns nur schaden. Stacy hilft das auch nicht. Ja, vielleicht hast du recht. Vergiss das nie. Dann kannst du die Sache auch etwas gelassener machen. Die Zeit arbeitet für uns. Okay, Jungs. Schluss für heute. Auch die Cheerleaders sind gerade mit ihrem Training fertig und machen sich auf den Weg in die Kabine. Da biegt Michael um die Ecke. Die alte Hexe hat uns aber auch wieder gescheucht. Hoffentlich funktionieren die Duschen. Ich bin völlig durch. Das ist ja ganz was Neues. Verzeihen Sie. Ja? Sind Sie Diane Andrew? Ja. Mein Name ist Michael Knight. Ich bin ein Freund von Stacy. Oh nein, sagen Sie nicht, dass ich... Nein, nein, sie hält sich noch ganz gut. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht erschrecken. Das ist einfach so schrecklich, was der letzte Nacht passiert ist. Wissen Sie denn, was passiert ist? Nein. Wussten Sie überhaupt, wo sie hingegangen ist? Nein, sie hat mir nie was gesagt. Auf Wiedersehen. Diane, hören Sie, ich versuche nur denjenigen zu finden, der Stacy überfahren hat. Und das wollen Sie doch auch, oder? Tut mir leid, ich denke immer, dass es vielleicht meine Schuld ist. Wie meinen Sie das? Eigentlich ist sie nur meinetwegen Cheerleader geworden. Wollen Sie damit sagen, dass sie Cheerleader war, hat was mit der Sache zu tun? Alles in Ordnung, Diane? Klar, Mr. Taylor. Das ist Michael Knight. Er ist ein Freund von Stacy. Oh, ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie wieder gesund wird. Ja, ja, ich auch. Schon fertig für heute, Diane? Ja, ich fahr gleich mal beim Krankenhaus vorbei. Gut, tu das. Wiedersehen, Mr. Knight. Danke, wiedersehen. Tollen Wagen haben Sie da. Ist er schnell? Ja, ich würde sagen, er ist das schnellste Ding auf vier Rädern. Oh, das ist eine kühne Behauptung, Mr. Knight. Fordern Sie mich heraus. Sie sind doch die Nummer eins der Elitefahrer, oder nicht? Das ist richtig. Aber ich bin sehr beschäftigt im Moment. Ich muss an meine Jungs denken. Dieses Jahr werden wir den Superpokal gewinnen. So, so. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Die Nummer zwei wird ein Rennen mit Ihnen fahren. Gut. Fahre ich gegen ihn. Warum nicht? Vom Anfang. Jack fährt natürlich nicht umsonst. 50.000 ist ein normaler Satz. Noch interessiert? Ja, ich bin richtig scharf drauf. Wann und wo? 5 Uhr, auf der Clubstrecke. Ich werde da sein. Wenn Sie gewinnen, dann fahre ich gegen Sie, Mr. Knight. Ich werde Sie daran erinnern. Michael, nicht wahr? Sie wollen mich nicht im Ernst gegen diese Panzeraffen fahren lassen. Vielleicht finden wir so einen Mann, der irgendwie an Stacys Unfall beteiligt war. Wenn uns das gelingt, finden wir vielleicht auch den Wagen, der sie angefahren hat. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Ach, weißt du, Kumpel, das ist wie beim Football. Jeder Verteidiger muss auch mal kämpfen. Jedenfalls sind wir jetzt in Fahrt. Ja, wenn vielleicht noch etwas zu schnell. Nein, wieso? Es ist das. Ach, nee. Fahren Sie rechts ran. Fahren Sie rechts ran. Weit. Jim Courtney. Ich wusste gar nicht, dass Lieutenants auf Verkehrsstreife fahren. Es gibt eine Menge Dinge, die Sie über die Polizei nicht wissen. Ah ja? Als erstes mögen wir es nicht, wenn sich Amateure in unsere Untersuchungen einmischen und dabei Verdächtigen auf die Nerven fallen. Haben Sie das verstanden? Ja, Sir, verstanden. Gut. Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass Sie wieder irgendwo Fragen stellen, hänge ich Ihnen eine Klage wegen Behinderung an. Courtney, vergessen Sie eins nicht. Wir stehen auf derselben Seite. Ja? Welche Seite denn? Wenn einer hier verdächtig ist, dann sind Sie das, Mr. Michael Knight. Ich habe Sie überprüft. Bis vor 2 Jahren haben Sie überhaupt nicht existiert. Tun Sie mir einen Gefallen und verschwinden Sie endlich. Wie geht es, Stacy? Unverändert.
Haben Sie was dagegen, wenn ich für Sie bete, Sir? Nein, sie kann's brauchen. Kit, ich mache mir langsam Sorgen um Jim. Er wirkt ziemlich angeschlagen. Ja, das fiel mir auch auf. Aber Sie sollten sich vielleicht auch ein bisschen Sorgen wegen Bernd machen. Wieso? Bis jetzt haben Sie ihn noch nicht nach dem Geld für den Wetteinsatz gefragt. Hast du denn eine Idee? Nun, wie wäre es mit einem Überraschungsangriff der Verteidigung? Eine gute Idee. Verbinde mich mit Devon. Hallo, Devon. Hallo, Michael. Devon, setzen Sie sich doch. Wie viel wollen Sie, Michael? $50,000. Ich habe mich gesetzt. Um 5 Uhr rollt Kit mit Michael auf das Gelände der privaten Rennstrecke des Clubs der Elitefahrer. Sie werden schon erwartet. Michael, manchmal haben Sie fast eine verletzende Art. Von dem Wagen da lasse ich mir nicht mal die Stoßstange polieren. Kit, wir dürfen das Rennen nur ganz knapp gewinnen. Wir wollen nichts als eine Stufe höher steigen in dieser komischen Organisation. Also, wie Sie meinen. Tag. Tag. Haben Sie das Geld mit? Ja. Sie können es nachzählen, wenn Sie wollen. Aber keine Sorge, ich bekomme es sowieso zurück. 5 Runden, Mr. Knight. Na, dann mal los. Michael, die Abdrücke der Reifen unseres Gegners passen zu den Spuren am Unfallort. Aber der Wagen ist rot, nicht golden, wie das Unfallauto. Aha, die Spur wird langsam heiß. Los geht's! Kit, erspar mir deine gequälten Kommentare. Du weißt doch, worum es geht. Er strengt sich aber ganz schön an, der Kleine. Komm, lass ihm noch einen kleinen Vorsprung. Also, wenn es sein muss. Und jetzt zieh an ihm vorbei. Mit Vergnügen, Matte. Was ist denn? Sein Wagen hat einen Defekt. Er verliert die Kontrolle. Er brennt. Ich hol ihn raus. Michael, das Nitro kann jede Sekunde explodieren. Ich muss es versuchen. Jack, um Himmels Willen. Bleiben Sie hier. Sie können ihm nicht mehr helfen. Manchmal frage ich mich, warum wir das tun. Ich mich auch, Mr. Taylor. Ich mich auch. Wenig später passt Michael im Krankenhaus Jim Courtney ab, als er das Zimmer seiner Tochter verlässt. Irgendeine Besserung? Ein wenig. Ein wenig lässt auch hoffen. Sie können wohl nicht auf mich hören. Hey, immer langsam. Sie können Ihre Nase da wohl einfach nicht aushalten. Wenn Sie von Jack Lee Hay sprechen... Sie können darauf wetten, dass ich von ihm spreche. Sein Wagen war auch dort in der Unglücksnacht. Ich war ihm so dicht auf den Fersen. Ich hätte ihn verhaften können. Und Ihr blödes Rennen hat mich jetzt den Hauptverdächtigen gekostet. Lee Hay war nicht der Täter. Sie sind sich aber nicht ganz sicher. Sein Wagen war rot. Der Wagen, der Stacy angefahren hat, war Gold. So viel weiß ich ganz sicher. Na gut. Wenn er es also nicht selbst war, dann hätte ich ihn dazu gekriegt, mir zu sagen, keine Chance. Sie hinken 2 Schritte hinterher. Lee Hay war ein toter Mann von der Sekunde an, in der das Rennen anfing. Ein Unfall war es nicht. So?
Wir sollten zusammenarbeiten. Finden Sie nicht auch? Was? Sie meinen Sie und ich? Ja, Jimbo. Sie und ich. Warten Sie mal. Jimbo ist der Name aus meiner Vergangenheit. Wie kommen Sie dazu, mich so zu nennen? Weiß nicht. Ist mir rausgerutscht. Rausgerutscht? Sind Sie sicher, dass das alles ist? Ja, ich bin ganz sicher. Ich werde allein weiterarbeiten. Ist das klar? Ja, kann man nichts machen. Am nächsten Tag fährt Mark Taylor Diane nach Hause. Man kümmert sich schließlich um seine Cheerleader. Besonders dann, wenn sie einem gefährlich werden können. Denkst du an Stacy? Ja, ich vermisse sie wirklich. Dann sind wir schon zu zweit. Diane, dieser Michael Knight, ist er wieder aufgetaucht? Nein, wieso? Oh, reine Neugier. Er hat meinen Freunden in letzter Zeit viele Fragen gestellt und seine Nase in meine Geschäfte gesteckt. Und das lasse ich nicht zu. Und es gibt noch etwas, das ich nicht zulasse. Untreue. Ich erwarte von meinen Freunden, von meinen Spielern, von allen, die für mich arbeiten, dass sie hundertprozentig treu sind. Jederzeit. Verstehst du, Frau? Ja, das wusste ich. Und sollte dieser Neid je wieder auftauchen, wirst du ihn wegschicken und mich dann anrufen. Klar? Wenn Sie es so wollen. Gut, dass wir miteinander geredet haben. Ja. Schönen Abend noch. Fährt Taylor alle seine Mädchen nach Hause? Mein Wagen ist in der Werkstatt. Und da war er so freundlich und hat mich... Okay. Das nenne ich Pflege, deine Cheerleader. Was wollen Sie? Ich will wissen, mit wem Stacy letzte Nacht verabredet war. Wir wohnen zwar zusammen, aber ich bin nicht ihr Schatten. Sie ist doch ihre beste Freundin. Ich weiß nichts. Diane, Stacy liegt im Koma. Es besteht die Möglichkeit, dass sie nie wieder aufwacht. Denken Sie vielleicht, ich weiß das nicht? Ja, dann reden Sie endlich. Ich kann nicht. Wieso nicht? Also, gestern haben Sie noch gesagt, es hätte etwas damit zu tun, dass sie Cheerleader ist. Warten Sie mal. Mark Taylor. Stacy hatte eine Verabredung mit Mark Taylor, richtig? Er hat mir gesagt, dass er nichts mit Stacys Unfall zu tun hat. Die beiden wollten essen gehen. Und dann kriegte er einen Anruf und musste die Stadt verlassen. Und Sie glauben das? Sie nicht? Nein, nicht eine Sekunde, Diane. Er war dabei, da können Sie sicher sein. Okay, Diane. Danke für die Hilfe. Michael macht sich auf den Weg zum Stadion der Los Angeles Cougars. Michael, die Flugsicherung bestätigt Taylors Alibi. Sein Jet ist also gestartet und gelandet. Das heißt aber nicht, dass er auch wirklich mitgeflogen ist. Übrigens hat die Analyse der Lacksplitter vom Unfallort was ergeben? Es handelt sich um einen besonders strapazierfähigen Lack für Rennwagen einer italienischen Fabrik. Sie bauen den Dagger DX. Dann lass mal hören, was du über den Wagen weißt. Ein Doppelturbo mit 600 PS Motor von 0 auf 100 in 3,5 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit mehr als 300. Er ist aber wegen Sicherheitsmängeln bei uns nicht zugelassen. Tja, meinst du denn, dass diese Leute irgendwas auf Vorschriften geben? Könnte Taylor so ein Auto besitzen? Mit seinem Geld ist alles möglich. Aber ich finde keine Eintragung, die das bestätigt. Tja, dann müssen wir wohl einen anderen Weg finden, um das zu beweisen, Kumpel. Wir werden jetzt mal ein bisschen Football spielen gehen. Michael, was haben Sie vor? Deine Talente testen. Wie meinen Sie das? Das wirst du gleich sehen. Ach, wir sind schon da. Nee, wieso fahren wir aufs Spielfeld? Die trainieren da doch gerade. Na eben, mach das Dach auf. Aber Michael... Jetzt mach schon. Wie sieht das? Hey, da ist der Ball. Gut gefangen, Kumpel. Michael, wieso stürmt diese Horde der Rennfahrer Bauchen plötzlich hinter mir her? Weil du den Ball hast. Gib ihn wieder ab. Sofort, Michael. Hey, das ist ja eine tolle Tat. Wahnsinn! Irre! Da solltet ihr mich erstmal im Angriff sehen. Hey, ich kann im Angriff auch sehr stark sein. Also ich weiß nicht. Nach Football-Fachsimpelei klingt das nicht. Wer hat das gesagt?
Hör nicht auf ihn, er hat keine Ahnung von Football. Sehr beeindruckend, Knight. Aber Sie unterbrechen schon wieder mein Training. Hey, Sie wollten mit mir ein Rennen fahren, erinnern Sie sich? Sie wollen doch nicht, dass Ihre Jungs denken, Sie hätten nicht den Mumm anzutreten. Mann gegen Mann. Sie beleidigen mich. Ach, wirklich? Wenn Sie hier vor allen Leuten einen Rückzieher machen wollen? Na gut, ich bin Ihnen nicht böse. Schönen Tag noch, Mr. Taylor. Knight? Ja? Sie wollen ein Rennen? Sie kriegen es. Aber nicht um Geld. Jetzt reden wir mal Klartext. Ihren Wagen gegen meinen. Haben Sie dazu den Mumm? Wir treffen uns an der Rennstrecke. Keine Rennstrecke. Die Straße. Mitternacht. Ah, Banzai. Ich werde da sein. Um Mitternacht treffen sich die beiden im Industriegebiet. Mit laufenden Motoren warten sie nebeneinander auf das Startzeichen. Michael, ein Mann wie Taylor wird nie das Unfallauto für ein solches Rennen nehmen. Das ist viel zu vorsichtig. Ja, das glaube ich auch. Ja, das machen wir jetzt. Jetzt wenden wir uns Plan B zu. Plan B? Was ist Plan B? Später, Kumpel. Jetzt müssen wir ein Rennen fahren. Und dann geht sie los, die wilde Jagd. Schlitternd heizen die Wagen um die Ecke. Doch Michael kommt knapp geschlagen als Zweiter ans Ziel. Michael, Sie haben mich verloren. Was ist jetzt mit Plan B? Das ist Plan B. Ich schalte jetzt deine Systeme ab, Kumpel. Oh nein, Michael. Sie werden mich doch nicht zurückgeben und dann... Es ist die einzige Möglichkeit, Kumpel. Mach's gut, Kid. Dürfte ich um die Schlüssel bitten, Knight? Hier. Und passen Sie auf ihn auf, ja? Seien Sie froh, dass Ihr Auto das einzige ist, was Sie verloren haben. Fordern Sie mich nochmal raus. Sind Sie tot? Am nächsten Morgen in der Foundation. Michael, wie konntest du das tun? Bonnie, es war die einzige Möglichkeit. Ihn beim Rennen zu verlieren? Ehrlich, Michael, Sie sind zu weit gegangen. Also nochmal, ich habe ihn nicht verloren. Damit Taylor Kids Fähigkeiten nicht entdeckt, habe ich alle seine Funktionen abgeschaltet, bis auf das Ortungssignal. Und ich bin sicher, durch diesen Schachzug erfahren wir, wo Taylor den Dagger DX versteckt hat. Wunderbar. Da sind nur so viele Funkstörungen, dass ich nicht unterscheiden kann, was von Kid kommt und was nicht. Okay, nur die Ruhe. Bonnie, das Hauptsignal. Aus welcher Richtung kommt es? Ich kann es nicht sagen, da ich auch die Rückstrahlung einbeziehen muss. Vielleicht wird die Ablenkung durch Stromleitungen oder so verursacht. Kannst du mir nicht wenigstens eine Generalrichtung geben? Osten, Westen, Norden, Süden. Süden. Okay, gehen wir. Nimm deinen Empfänger mit. Devin, Ihre Autoschlüssel. Ich hoffe, ihr habt Glück. Das ist schon klar. Zur gleichen Zeit packt Diane im Stadion ihre Sachen. Doch kurz vor dem Ausgang wird sie von Mark Taylor eingeholt. Diane, was soll denn der Unsinn? Du kannst doch nicht einfach aus dem Team aussteigen. Ich fahre wieder nach Hause zu meinen Eltern. Mädchen, als ich dich eingestellt habe, hast du gesagt, das sei die Chance deines Lebens. Du wolltest bekannt werden und so. Warum dieser Sinneswandel? Es ist Michael Knight, oder? Nein. Was hat er dir gesagt? Gar nichts. Er hat mit dir geredet. Diane, komm schon. Freunde belügen sich nicht. Sie belügen mich, Mr. Taylor. Ich kann nicht mehr für Sie arbeiten. Tut mir leid. Tut mir auch leid. Hey, loslassen! Du kommst mit! Bonnie und Michael fahren unterdessen immer Richtung Süden.
Das Signal ist jetzt stärker. Aber es besteht aus mehreren Echos. Bonnie, erspar mir die technischen Einzelheiten. Sag nur einfach rechts oder links. Links. Okay. Michael, das Signal hat jetzt fast volle Stärke. Wir sind ganz dicht dran. Das ist hier in der Nähe. Natürlich. Taylors Stadion und sein Hauptquartier. Das muss es sein. Gib mal das Autotelefon. Mhm. Danke. Guten Tag. Ich möchte gern mit Lieutenant Jim Courtney sprechen. Es ist ein Notfall. Bitte verbinden Sie mich, Sir. Lieutenant Courtney hier? Hallo, Jim. Hier ist Michael Knight. Hören Sie, ich habe keine Zeit für lange Erklärungen. Aber wenn Sie den Mann haben wollen, der Stacy überfahren hat, dann kommen Sie sofort zum Taylor Building. Ich bin schon unterwegs. Kurz darauf treffen Sie den Polizisten vor dem Hauptgebäude der Taylor-Zentrale. So, Stratemann. Was ist los? Jim, es war Mark Taylor. Das Auto muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Niemand kennt sich hier besser aus als Sie. Gehen wir. Bonnie, du wartest hier. Okay. Geduckt laufen die beiden Männer hinüber zu dem weitläufigen Bau. Courtney steuert direkt auf ein Gitter zu. So, was ist dahinter? Eine Versorgungstreppe. Von da aus kommen wir überall hin. Woher wissen Sie eigentlich, dass ich diesen Laden wie meine Westentasche kenne? Nur zwei Menschen wussten, dass dies meine Anfängerstreife war. Mein Commander und mein alter Partner Michael Long. Wollen wir jetzt reden oder wollen wir den Wagen suchen? Kommen Sie. Moment mal. Ja? Kit, hörst du mich? Wieso sprechen Sie in Ihrer Uhr? Psst. Kit, ich habe gerade deine Systeme aktiviert. Aufwachen, Dornröschen. Schön, Sie zu hören, Michael. Beeilen Sie sich. Taylor hat Diane. Wo steckst du denn? In einer Art Privatwerkstatt, Michael. Jim, hilft Ihnen das weiter? Das wissen Sie doch. Kommen Sie. Wer war das? Noch ein Partner? Nein, nein, nur ein Freund. Er ist da drin. Da ist die Tür. Möchten Sie den Vortritt, Jimbo? Bitte nach. Okay. Hallo, Polizei! Schaffen Sie auch noch nicht hin! Da hat Diane im Wagen. Ich schnapp ihn nicht. Schön, dass Sie da sind, Michael. Komm, Kumpel. Den Kerl schnappen wir uns. Sofort, Michael. Sieht die Wegstrecke vor uns aus? Mit deinem Tempo ziemlich schlimm. Es ist eine Reihe von sehr engen Kurven, er wird doch nicht schaffen. Heiz deinen Mikrowellengenerator auf, Kit. Michael, damit das funktioniert, müssen wir auf einen Meter an den anderen Wagen heran. Das ist bei deiner Fahrweise sehr gefährlich. Wir müssen es riskieren, sonst stürzt er über die Klippe. Und Diane? Gut, Michael, ich bin soweit. Okay, zieh ihm die Power raus. Wunderbar, Kit. Jetzt bist du dran, Taylor. Komm raus. Das werden wir sehen, nein. Das war nicht schlecht, Freundchen. Aber nicht genug. Michael? Diane, sind Sie in Ordnung? Ja. Jetzt, ja. Einige Tage später geschieht das Wunder. Stacy wacht aus dem Koma auf. Und bald schon kann ihr Vater sie im Rollstuhl mit zu den anderen Cheerleadern nehmen.
Ihr Vater hat gesagt, dass Sie bald wieder tanzen können. Ja, die Ballettakademie hat sich sogar bereit erklärt, mein Stipendium weiterzuzahlen. Sie wird ein Superstar. Warten Sie es mal ab. Das ist ja toll. Danke für Ihre Hilfe, Michael. War mir ein Vergnügen. Wissen Sie, ich habe ein kleines Geschenk für Sie. Ach, kommen Sie, das ist doch nicht nötig. Nein, nein. Es gehörte mal einem Partner von mir. Irgendwie erinnern Sie mich an ihn. Soll das ein Witz sein? Wie hieß er denn? Michael Long. Ein besonderer Mensch in jeder Hinsicht. Und hier ist seine Polizeimarke. Für Sie. Danke. Vielen Dank. Ja, Kit? Es ist doch gerade Training, nicht wahr? Ja, und? Ja, ich dachte, also vielleicht könnten wir, nun ja, noch mal ein klein bisschen mitspielen. Musik